Leute, es ist Mrs. Driscoll. Sie wurde mindgeflayed und jetzt greift sie uns an und wir müssen sie fertig machen und sie sieht aus wie ein richtiger Zombie. Erinnert ein bisschen an Pet Sematary, Friedhof der Kuscheltiere, ne? Mrs. Driscoll, sind Sie das? Schon, was ist los mit ihr? Hallo Schätzchen, kommt näher. Auf keinen Fall, sie ist infiziert wie diese Ratte. Alter. Ich würde sagen, Gott, na geil. Ich würde sagen, räumen wir erstmal auf. Er ist unverwundbar. Ich glaube, wir müssen... Warte, was war mal mein Flair? Der mag keine Wärme, ne? Nicht bewegen. Da wird es nicht so wehtun. Am Arsch. Boah, Alter. Hau drauf, Lukas. Shit. Ich habe keine Energie mehr. Die, die. Shit. Da, da, da. Nein! Boah. Die, die. Boah, wir haben es geschafft. Was ist hier los? Was ist los mit ihr? Keine Ahnung. Rufen wir einen Krankenwagen. Sie muss ins Krankenhaus. Ja, würde ich auch sagen. Alter. Das war voll geil. Der Kampf war voll geil, ey. Auch wenn ich nicht gerade graziös gelöst habe, ist es trotzdem gut gegangen. Alles ein bisschen, ist viel hektischer, ey, mit Boston Statur, ey. Hallo, bitte kommen Sie zum Driscoll Farmhouse. Mrs. Driscoll ist etwas zugestoßen. Bringen Sie etwas zum Festbinden mit. Berichtet Tom bei der Hawkins Post. Ah! Ist okay, weg hier, weg hier, weg hier. Genau, ey. Der Jonathan immer draufboxt. Ich. Voll geil. Dann gucken wir erstmal die neuen Gartenzwerge mal eben an, die wir gefunden haben. Johnny hatten wir schon. Moment ständig, dass er zu spät kommt. Elvis, er lebt. Vielen Dank. Hüftschwung. Hüftschaden. Jack arbeitet allein, macht Jack nicht glücklich. Okay. David. McDonald. Er hatte eine Farm, aber es ging zu komisch zu. Mikael, Uniform freudiger Zwerg. Landstraßen bringen ihn heim. Okay. Denver, Bastian. Bastian! Magnum. Jeder liebt seinen abgrundigen Schnauzer. Okay. Ist klar. Dann gehen wir mal zurück zur Hawkins Post. Tom wird nicht glücklich sein, weil er feuert uns mich jetzt. Tom, wir haben einen Story für Sie. Ja, ich kenne die Schlagzeile. Teens ver... Was? Achso, scheiße. Gefeuert? Was? Ihr seid von denen und alte Frau muss ins Krankenhaus und für... Wo ist für Düngemittel?
Aber der redet zu schnell. Schluchz. Warte, Nancy weint nicht deswegen. Nancy weint nicht, Nancy Thompson. Die hat den Job gehasst. Nancy und Jonathan streiten sich deswegen, aber das ist aber was anderes. Weil die Nancy es nicht weiß, wie es ist aufzuwachsen wie Jonathan halt, ne, komplett eine Armut halt, ne, weil Nancy gehört ja zu der reichen Familie, ne, ja. Und sagt sie auch, ne, dass Nancy es nicht weiß, wie es ist, arm zu sein und für alles kämpfen zu müssen, als die Nancy die alles quasi in den Schoß geworfen bekommt. Mach das scheiß Ding da kaputt! Warum bist du hier? Ich habe dich gefeuert. Aus dem Weg, ich habe was zu tun. Oh, sehr schön. Alles klar, was machen wir denn als nächstes? Ach ja, das russische Wörterbuch, ey. Ach ja, stimmt. Dann versuchen wir es halt noch einmal. Oh mein Gott. Alter. Boah, Alter. Ich habe gerade einen Würgereiz. Ach du Scheiße. Oh Gott, was war das denn jetzt gerade? Ne, ganz ehrlich, machen wir das später. Dann gehen wir halt jetzt erst zu Starcourt Mall zurück und bringen der Robin eben die Mixtur. Oder hat denn jemand nur erst einmal neue Quests? Die Bank hat ihn zwangsversteigert. Unfassbar. Mein Laden ist seit über 10 Jahren hier. Sie haben abgeschlossen, bevor ich meine Sachen hatte. Dieses Einkaufszentrum zerstört unsere Gesellschaft, unsere Geschäfte. Kommt hier irgendwie rein und an meine Sachen, den Rest könnt ihr dann behalten. Klar, wir helfen ihnen. Schluck's runter, alter Mann. Das ist eine Frau. Also ist doch ein Mann. Ich dachte, das wäre ein Pony da. Ach so. Habt ihr meine Sachen gefunden? Nö, aber können wir kurz machen, bevor wir in die Starcourt Mall gehen. Wo sollen wir suchen? Lass uns Sachen kaputt machen, bis wir etwas finden. Alles klar, muss ich mir nicht zweimal sagen. Ein signiertes Foto einer Frau im Laden. Brenda Hood sieht aus wie die aus den Lokalnachrichten. Okay. Das ist ein Computer. Na, vielen Dank aber auch für den Tipp. Oh Gott, Ratten. Der Jonathan immer, ne, mein Gott. Gut, dass ich jetzt schon, dass ich beim Automaten war und Sachen gekauft habe. Ich habe es immer noch nicht getan, ey. Motoröl. Da steht etwas auf dem Rahmen. 10. Juni 1972, mein erster Dollar. Ist das ein Mr. Krabs oder was? Ein Millionster Dollar. Ein erster Dollar. Ist das eine gute Tat oder Vandalismus? Gute Frage. Mir macht es einfach nur Spaß.
Sauber. Das ist eine Auszeichnung der Handelskammer von Hawkins. Okay. So Schieberätsel magisch immer, ey. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes, und vereinigt euch, Maria und Josef. Ah, oh, Jonathan regelt das schon, ey. Alter, der will ja alle umboxt. Der will alle, wieder alle umboxt. Shit, das war keine gute Idee. Da wieder alle oben geboxt hat, ey. Alter, gute Arbeit, Jonathan, ey. Alter Vater. Sieht aus wie ein Foto des Besitzers, auf dem er mit Freunden Fliegen fischt. Okay. Eine Tafel zur Feier des 10-jährigen Bestands des Ladens. Okay, das war's. Mehr ist hier nicht. Okay. Oh, Strom wieder ausschalten. Oh, danke. Jetzt kann ich verschwinden. Nimm die. Das ist der Rest aus meinem Laden. Gleitstein. Da ist Starcord. Ich hab voll Bock auf ein Eis. Ich glaube, ich esse gleich mal ein Eis. Um 12:30 nachts. Geil. Zu Robin wollte ich ja erstmal hin, genau. Genau, den Shake wollten wir ja den Dingens ja bringen, ne? Diese eine Gruppe von Billy, ne? Genau. Können wir ja noch machen, ey. Aber erstmal nach, da ist die Nancy. Die Robin. Hi, Robin. Habt ihr das Ultra Lux und den Shake Mix? Ich setze meinen Job aufs Spiel, okay? Hier, berichtet, wie es lief. Ich will jedes Detail. Gib Chat den Spezialshake. Gib Susan den Haartrockner. Einen Haartrockner? Habe ich einen Haartrockner gekauft? Hab ich. Stimmt, da muss ich auch noch machen. Susan den Haartrockner bringen. Hey, ich versuche zu arbeiten. Ja, stimmt. Na gut. Gehen wir kosten diesen einen Laden hin und mal gucken, ob wir was kaufen können. Shit, falsche Taste. Thank you.
wie ich aus dem Milchshake Geld kriege, ey. Oh, genau. Perfekt. Das kostet nur einen Dollar, ist ja gar nichts. Ja, kommt nur noch eine. So, fertig. Danke sehr. Vielen Dank für die Milchshakes. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Genau, ein Geschenk für Elfie soll ich ja besorgen, genau. Alles klar. Dann machen wir das mal. Für Elfie ein Geschenk besorgen. Ja, da ist auch so ein Automat. Aber ich habe jetzt alles, was ich brauche. Also, Pustekuchen. Also, kostet nur eins? Das ist ja auch nix, ey. Geschenk für L. Kann ich dir behilflich sein? Ja, ich suche etwas für eine Freundin natürlich. Ja, wirst euch aber nahestehen, wenn du hier für sie einkaufst. Nein, ich meine ja. Können sie es mir vielleicht machen? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Wenn du darauf bestehst, für ein Mädchen in deinem Alter empfehle ich ein modisches Bad Beetle Armband oder ein Haargummi. Guck mal. Ach so, modisches Battle-Armband mit Platz für Anhänger. Oh, das finde ich cool. Haargummi. Plüschtier. Das ist flauschig. Ach, kaufen wir das. Und natürlich auch das Plüschtier. Kann ich widerstehen. Und das Haargummi kommt. Kommt mal auch noch. Fertig. Bringe Elf ein Geschenk. Okay, das war's schon. Alles klar, dann gehen wir aber erst zum Hawkins Pool und geben diesen einen Milchshake ab, den Haartrockner, und dann gehen wir noch zurück zu Elf und geben ihr das Geschenk. Oh, geowned. Du bist geowned, Mike. Mike, was machst du denn hier? Elfie, du sollst nicht hier sein. Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich können wir ja gar kein Geschenk bringen, weil sie eigentlich mit Max unterwegs ist gleich. Du hast gesagt, Oma sei krank. Warte, ich kann es erklären. Ich habe ein Geschenk besorgt. Nein, ich mache Schluss. Genau. I dump your ass. Your ass cold as ice. Freunde lügen nicht. Aber beste Freunde schon, gehen wir. Max, warte. Toll gemacht, Mike. Nein. Oh, Mike. Alles klar, da können wir jetzt eigentlich nur den Milchshake abliefern und dann, ja, haben wir die A-Karte, weil da muss ich gucken, wie ich dieses scheiß Rätsel löse. Was? Ah nein, die falsche Karte. Scheiße. Ich wollte Dings abgeben. Oh nein. Na da. Hawkins Mittelbezirk. Ja, dann habe ich keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses scheiß Rätsel lösen soll. Ich werde mir schon noch was einfallen lassen, ganz ehrlich. Gehen wir erstmal die Sachen ab. Hier haben wir deinen Milch. Bravo, Jungs, mein Shake, da mal her damit. Okay, Chat, bitte sehr. Moment, das schmeckt komisch. Mir ist schlecht. Chat, was ist los? Oh mein Gott, ich muss übergeben. Hier, Chat, Mann, was ist los? Er ist grün. Tja, tut mir leid, Chat. Lasst euch hier besser nicht blicken. Na. Kann ich jetzt da rein? Nein. Ist das mein Föhn? Oh, danke, ihr Lieben. Hier habt ihr Geld für Pizza oder Spiele oder egal was. Alter, das Geräusch, ne? Okay. Alles klar, was sagt die Uhrzeit? Zeit ist auch vorbei. Jetzt habe ich nur dieses scheiß Wörterbuch, ne? Ja. Wovon ich keine Ahnung habe. Guck mal da, Motoröl. Wie ich das machen soll. Ich überlege, ob ich vielleicht offscreen mal ein bisschen rumprobieren soll. Oder ob ich es vielleicht nachgoogle. Nee, ich glaube, ich werde es ausprobieren.
Also schwer kann das, ey, so schwer kann das nicht sein. Das ist ein ganz normales Kinderrätsel. Ich möchte echt gern Dingens spielen, endlich, ne? Die Max oder die 11 halt, ne? Ja. Was sind die Volksversammlung oder was? Na. Hallo, hier hinten war ich noch gar nicht, oder? Ich kann mal halt überall die Gebäude. Hallo, hört mich jemand? Ich bin auf der Toilette eingesperrt. Ich glaube, da sehe ich den Kiste vor der Tür. Könnt ihr mir helfen? Wir sollten helfen. Ja. Das kommt mir eigentlich sehr gelegen, eigentlich. Aber wir machen zuerst dieses scheiß russische Wörterbuch hier. Man kriegt trotzdem Schaden durch das Blocken, ne? Auch wenn es ziemlich gut funktioniert. Das Jonathan, ey. Gut gemacht, ey. Gefällt mir. Ach ja. Welcome back. Danke für nix. Auf diesem Computer befindet sich ein paar Memos. Schutzschalter. Zwischen diesen Gebäuden und den mit den Stromausfällen gibt es keinen Strom. Aktivierst du Schalter, nicht vergessen, es können nur zwei Räume gleichzeitig versorgt werden. Bei drei oder mehr gibt es einen Kurzschluss. Alle Schalter werden deaktiviert. Auf diesem Computer befindet sich ein Memos. Dieser Faschist Clean hat unsere gesamte russische Literatur verboten und weggesperrt. Jetzt versuchen Kinder in diesem Raum einzubrechen, die suchen bestimmt nach schutzigen Bildern. Oh, was stand da? Hat der Stand gerade noch was Wichtiges? Die Tür öffnet sich nur, wenn die richtigen Schalter im Osten und Westen des Kellers aktiviert sind. Natürlich die Frage, was meinen die? Meinen die diese riesengroßen Schalter? Ja, ne? Gehe ich mal von aus, dass sie die meinen, ja. Ich habe auf jedem Computer eine Notiz hinterlassen, welche Schalter es sind. Das habe ich ja gemacht. Warte mal hier. Ah! What the fuck? Ja, ich weiß, Zeit ist vorbei, aber... Na gut, das ist scheißegal. Naja. Datenbankschalter ein, aus, aus, an, aus. Das ist es ja. An, aus, aus, an. Da guck an, aus, aus, an, aus. An, aus, aus, an, aus. Da aus, an, aus, aus. Das muss an. Da. Habe ich gemacht. Noch mehr Schalter gibt es ja hier auch nicht. Oder mache ich. Das ist halt, was ich nicht verstehe.
Ich habe die Anweisung genau befolgt, die da steht, aber trotzdem geht diese Tür nicht auf. Aber das ist was hiermit zu tun. Nee, also ich habe keine Ahnung. Alles klar, Leute. Das ist halt ein bisschen verwirrend. Ich rätsel mal ein bisschen rum, ob ich vielleicht irgendeine Möglichkeit finde, das Rätsel zu lösen. Und wenn ich es gefunden habe, dann wird die Aufnahme halt hier weitergehen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video auch wieder dabei. Zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3, The Game, die Videospiel zur dritten Staffel von Stranger Things. Tschö.